Ja, hi, ich bin Marit Schatzmann, ich habe einen einjährigen Sohn zu Hause und ich fordere in allererster Linie mehr Ehrlichkeit in der Klimadebatte. Die fehlt mir da extrem. Und zwar, dass unbequeme Wahrheiten auf den Tisch kommen und dass offen und ehrlich benannt wird, was hier gerade gegen was abgewogen wird und eben die Zukunftsrechte unserer Kinder nicht einfach stillschweigend, unausgesprochen und damit auch unanfechtbar wegverhandelt werden. Ich fordere, dass wir nicht rutschen von der Phase irgendwie, ist nicht so schlimm oder gibt's alles gar nicht, direkt über in die Phase, ja, jetzt ist irgendwie auch schon zu spät und jetzt können wir uns nur noch an die 2, 3, 4, 5 Grad heißere Welt anpassen. Das ist für mich eine Unehrlichkeit und da überwiegt einfach nur die Angst, sich wirklich zu verändern. Und außerdem gehört für mich zur Ehrlichkeit auch, dass wir, oder nicht nur für mich, das ist auch wissenschaftlich mit dem Wachstum, dass wir Umverteilung statt weiteren Wachstums brauchen. Wir brauchen Verteilungsgerechtigkeit, ob innerhalb Deutschlands oder global gesehen. Ja, da für mich persönlich steht völlig fest, wir müssen uns als Menschheit in der Klimakrise der Verteilungsfrage stellen oder wir werden an ihr scheitern. Und davor habe ich am allermeisten Angst, dass wir an der Klimakrise verzweifeln und in ihr aneinander als Menschen und vor einer Dystopie aus Konflikten und dass alle ins innere Türen zuschlagen verfallen und auf individueller wie auch internationaler Ebene, dass alle am Ende vor einem Scherbenhaufen stehen und Konflikte aufeinander zeigen und wir brauchen Konstruktivität, wir brauchen jetzt Ehrlichkeit, Mut zur Veränderung. Und im Prinzip eine ganz neue Geschichte über uns Menschen, nämlich Wachstum nur noch für Kinderbäume und Solidarität. Ich bin hier, weil es so nicht weitergeht, weil ich nicht mit ansehen kann, wie die Politik unsere Zukunft verspielt. Es nur um Geld geht, nur um Lobbyisten, nur um Konzerne und Banken, die irgendwie ihre Finger im Spiel haben. Und große Konzerne wie RWE unsere Umwelt zerstören und damit auch die Zukunft der nächsten Generationen. Die bäuerliche Landwirtschaft geht zugrunde, der ganze Planet geht zugrunde und das kann ich nicht mit ansehen und deswegen bin ich hier. Bevor ich in Ohnmacht falle, stelle ich mich auf die Straße und fordere unsere Rechte als Wählerin, als Bürgerin ein. Ja, buen camino, guten Weg wünsche ich allen und ich wünsche mir von der SPD, dass sie mitmacht. Dass sie mithilft. Alleine fühle ich mich oft hilflos und dann habe ich angefangen, was zu tun. Und das wünsche ich mir von allen Menschen, nicht nur von der SPD. Ich wünsche mir das von Olaf, ich wünsche mir das von Kevin, von Melanie, von allen anderen Kollegen und Genossen, wie ihr euch nennt. Macht einfach mit und nehmt andere mit. Denkt an eure Kinder, an eure Enkel und wir sind alle Menschen und denkt auch an die anderen, die jetzt keine Stimme haben, die jetzt arbeiten müssen. Da denkt ihr ja immer dran auch. Und das tut weiter und hilft mit, dass wir es schaffen für eine schöne Zukunft. Eine Botschaft an alle. Ich denke, dass 80-90% der Gesellschaft bereit sind, Einschränkungen zu tragen. Wir müssen eine Kultur des Aufhörens etablieren. Und ebenso wie in der Corona-Krise, da könnt ihr voll drauf vertrauen. Die meisten Bürger stehen dahinter. Da ist mehr Mut und Wille, aufzuhören, Klima zu schützen für jedes Zehntel Grad, als ihr denkt. Ja, wie auf meinem Plakat schon steht, wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Und deswegen erwarte ich von der neuen Bundesregierung, dass sie jetzt die notwendigen Schritte einleitet, um die Klimakrise auf ein aushaltbares Maß zu begrenzen. Und deswegen bin ich hier. Okay, ich bin hier, weil die Regierung vor längerer Zeit ein Versprechen gegeben hat, nämlich, dass wir bei 1,5 Grad Erderwärmung stehen bleiben. Keine Partei hat es geschafft, ein Parteiprogramm vorzulegen, was diesem Ziel entspricht. Und jetzt laufen gerade Koalitionsverhandlungen, unter anderem mit der SPD, deswegen sind wir hier. Und es läuft daraus hinaus, dass die Maßnahmen absolut nicht reichen. Auf was wir zuschlittern, ist eine globale Bedrohung und eine akute Bedrohung. Der Klimawandel ist jetzt, es läuft schon. Es sterben Menschen deswegen.
Es müssen Menschen deswegen aus ihrer Heimat flüchten. Und die Zukunft, die auf uns zurast, ist dermaßen bedrohend, dass ich einfach nicht mehr zu Hause sitzen bleiben kann. Ich muss auf die Straße gehen, das ist das Einzige, was mir noch bleibt. Wir müssen laut sein, wir müssen viele sein und wir müssen diesen Koalitionsverhandlungen Druck machen, damit die Menschen in den Parteizentralen begreifen, dass es um unsere Zukunft geht und um die unserer Kinder. Ich bin hier heute, weil ich entsetzt bin, dass eine heutige deutsche Bundesregierung, eine neue Bundesregierung, den Klimawandel und deren Folgen immer noch dermaßen ignorieren kann und so wenig konkrete Maßnahmen in den Koalitionsvertrag zu schreiben scheint. Ich kann es einfach nicht fassen. Wo sind wir denn?